Subaru sagt vom Forester, er sei einer der echten SUV-Pioniere. Und jetzt zeigt die japanische Marke die fünfte Generation des SUVs. Immer noch mit Boxermotor, aber erstmals zumindest teilelektrifiziert. Was der Forester sonst noch so zu bieten hat, das schauen wir uns jetzt an. Hier im Subaru finden wir noch klassische Rundinstrumente im Cockpit. Dazwischen gibt es ein farbiges Informationsdisplay, das mir unter anderem Informationen zur aktuell gefahrenen Geschwindigkeit, zu den Verkehrszeichen und auch wie jetzt gerade zum Thema Assistenten anzeigt. Dann gibt es serienmäßig mit dem sogenannten Infotainment 3.1 immer einen 8 Zoll großen Touchscreen im Fahrzeug, der sehr ordentlich ablesbar ist und auch vernünftig bedienbar. Und es gibt, wie bei Subaru häufig, hier oben noch ein zusätzliches Display, das ist ein 6,3 Zoll Display. Und da kann ich Dinge ablesen, wie zum Beispiel die aktuell eingestellte Temperatur unserer Klimaanlage, die Uhrzeit, die Außentemperatur und ganz wichtig bei unserem Hybrid hier, ich sehe immer, wie ist gerade der Energiefluss. Das heißt, ich kann sehen, wird gerade die Batterie geladen, gibt sie gerade Energie ab, also läuft der Elektromotor oder nicht. Finde ich persönlich eine ganz interessante Geschichte. Zusätzlich kann ich auf dem Display hier oben mir noch weitere Informationen anzeigen lassen. Dafür drücke ich die Infotaste am Lenkrad und dann kommen Sachen wie so ein allgemeiner Überblick über das Auto, es kommen Informationen zum Thema Neigungswinkel, es kommen Informationen zum Thema, wie sieht es gerade mit den Rampenwinkeln und so weiter aus, also Offroad-Informationen. Ich kann Informationen aus dem Navigationssystem bekommen oder auch das Radio hier ablesen und natürlich gibt es auf Wunsch auch Informationen zum Thema Verbrauch und gefahrene Wegstrecke. Eine Anmerkung noch von meiner Seite, das Thema Infotainment-System hier. Es gibt erst ab den höheren Ausstattungslinien auch dann ein Navigationssystem, das hier integriert ist. Und eine Sache, die mir bei dem System nicht ganz so gut gefällt, ist, ich habe relativ viele Hochglanzflächen drumherum. Da findet man ganz schnell Fingerpatscher und die Scheibe dieses Displays, die ist wirklich ja richtig klar. Das hat den großen Nachteil, dass sie auch gerne reflektiert. Und das finde ich persönlich nicht 100% gelungen. Mit 1,82 Meter ist der neue Forester rund 21 mm breiter als sein Vorgänger, aber dennoch von vorne immer noch sofort als Subaru erkennbar. Und das liegt unter anderem an dem typischen Subaru-Kühlergrill mit dem großen Logo und der Chromspange. Außerdem, um das Auto so ein bisschen robuster dastehen zu lassen, finden wir hier vorne einen angedeuteten Unterfahrschutz. Und wie ich finde, ganz wichtig beim neuen Subaru, der hat immer serienmäßig mit an Bord LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht und LED-Nebelscheinwerfer. Und ab der Ausstandslinie Active gibt es beim Auto auch noch den Fernlichtassistenten bereits in der Basis dazu. Thema Platz hier im neuen Subaru. Ich muss sagen, selbst als fast 2 Meter großer Mensch sitze ich hier wirklich sehr gut. Ich habe genug Platz um die Schultern, ich kann eine vernünftige Sitzposition finden, Lenkrad kann ich ordentlich einstellen und ganz wichtig, ich habe sogar noch Kopffreiheit über, obwohl wir hier ein Schiebedach im Auto haben. Und wie es hinter mir ausschaut, ob ich da auch noch sitzen kann, wenn ich vorne sitze, das schauen wir uns separat an. Aber was hier im Auto sehr positiv auffällt, das sind die Sitze. Die sind nämlich super bequem und die bieten extrem viel Seitenhalt. Ich muss sagen, das ist so ein ein Platz, wo man sich auch auf längeren Strecken wirklich wohlfühlen kann. So, der geplante Zwischenstopp, um zu schauen, wie viel Platz ist eigentlich hinter mir. Mein Sitz wird nicht verstellt, jetzt schauen wir uns mal an, wie viel Platz da ist. Tür geht schön weit auf und jetzt gucken wir mal, passt Lars hinter Lars. Augenblick und einmal rein. Hui. Also, an den Knien habe ich auf jeden Fall mehr als genug Platz. Sehr bequem, auch für die Füße, noch richtig viel Spielraum, obwohl mein Sitz ganz unten ist. Ja, mit der Kopffreiheit wird es knapp. Also ich stoße hier an, ich kann mich nicht mehr gerade hinsetzen. Aber dennoch, ich denke, vernünftige Platzverhältnisse für die Größe eines Fahrzeugs. Den Forester gibt es in 4 Ausstattungen. Trend, Active, Komfort und Platinum. Und wie bei Subaru üblich, wird die gewünschte Ausstattung fast ausschließlich durch die Wahl der Ausstattungslinie erreicht. Als klassische aufpreispflichtige Extras bietet Subaru nur die Metallic- bzw. Silica-Lackierung und die Lederinnenausstattung Subaru exklusiv sowie ausgewähltes Zubehör an. Ein wirklich neues Assistenzsystem hier im Fahrzeug ist das sogenannte Driver Monitoring System, das heißt die Beobachtung des Fahrers. Und die hat den großen Vorteil, dass sie zum einen den Fahrer erkennt. Man kann hier, ich meine, bis zu 5 unterschiedliche Fahrer speichern und dann wird automatisch der Sitz, die Spiegel und ein paar andere Sachen eingestellt. Und das läuft über eine Art Gesichtserkennung. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber, dass über diese Kamera, die eben dieses System hier vorne nutzt, auch erkannt wird, ist der Fahrer müde oder zum Beispiel ist der Fahrer abgelenkt. Und wenn ich jetzt während der Fahrt rüber zu meinem Beifahrer schaue und für einen Moment, dann sagt mir jetzt das Auto, Achtung, bitte Blick auf die Straße wenden. Ich denke, das ist eine schöne Idee und toll, wenn man tatsächlich sich ablenken lässt. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn man mal so ein bisschen durch die Gegend schaut, kann das auch ganz schön nervig werden. Das Motto des neuen Forester könnte man bezeichnen als flacher, länger und breiter. Und so sehen wir von der Seite auch ein etwas gestreckteres Auto. Ist jetzt 4,63 Meter lang. Wichtiger aber, der Radstand hat sich verändert. Wir haben jetzt hier 2,67 Meter und das sind knapp 3 cm mehr als beim Vorgänger. Und das kommt natürlich den Passagieren gerade im Fond dann noch zugute. Ansonsten eine typische SUV-Form. Ich finde, er sieht ein bisschen sportlicher aus. Nicht mehr ganz so boxy. Um das Auto so ein bisschen robuster dastehen zu lassen, finden wir natürlich an der Seite und an den Radhäusern die
Kunststoffbeplankung, die diesen SUV-Look unterstreichen. Und wichtig außerdem ist, der Forester kommt serienmäßig auf 17 Zöllern daher. Unserer jedoch hat die aufpreispflichtigen 18 Zoll Felgen. Die sind übrigens ab der Ausstandslinie Platinum, der höchsten, nämlich Serie und damit kostenlos. Das Fahrwerk des Forester ist straff genug, um ein auffälliges Neigen des SUV in den Kurven zu unterdrücken. Bietet aber dennoch ausreichend Komfort. Die Lenkung ist relativ leicht ausgelegt, passt aber zum eher ruhigen Charakter des Forester. Unser Forester, der hat übrigens wie viele andere Subaru auch das sogenannte EyeSight-System an Bord. Das sind hier oben diese beiden Kameras. Da kann man jetzt sagen, wie die verbaut sind, ist nicht so schön, aber das System funktioniert und es ist rein kamerabasiert, also keine Radarsensoren nach vorne. Aber damit hat der Subaru halt immer mit an Bord, unter anderem ein Frontkollisionswarner inklusive Fußgängererkennung, Radfahrererkennung. Wir haben ebenfalls mit an Bord einen Anfahrkollisionswarner. Das heißt, wenn ich losfahre, der Wagen vor mir noch da ist, dann fahre ich da nicht drauf. Darüber hinaus gibt es einen aktiven Spurhalteassistenten serienmäßig. Und wir haben hier im Fahrzeug außerdem mit an Bord einen adaptiven Tempomaten. Zusätzlich zu der immer an Bord befindlichen Rückfahrkamera hat sich Subaru ein weiteres cleveres Feature einfallen lassen. Der sogenannte Seitensichtmonitor nutzt das Bild einer im Außenspiegel der Beifahrerseite positionierten Kamera, um zum Beispiel beim Einparken das Kollidieren mit dem Bordstein zu verhindern. Außerdem erstmals gibt es ja auch wieder Radarsensoren an Bord, aber die sind nach hinten gerichtet, denn die sind für den Assistenten zum Thema Spurwechsel, zum Thema toter Winkel und zum Thema Querverkehrwarnung. Wenn wir uns das Heck des Forester anschauen, dann fällt mir zum allerersten Mal hier die Grafik der Heckleuchten auf, die hier auch schön dreidimensional eingearbeitet sind. Und ganz wichtig am Fahrzeug natürlich, um so ein bisschen den SUV-Look zu unterstreichen, finden wir am Heck auch wieder diese Kunststoffbeplankung und so einen angedeuteten Unterfahrschutz. Und da drin übrigens, hier an der Seite, einen echten Auspuff, also keine Blende. Gibt zwar nur einen Auspuff, aber der ist zumindest mal real. Dann ganz wichtig, wir haben ab der Ausstellungslinie Active immer serienmäßig mit an Bord, abgedunkelte Seitenscheiben hinten und auch eine abgedunkelte Heckscheibe, so wie bei unserem Fahrzeug, wirklich sehr, fast schon schwarz. Finde ich persönlich gut, passt auch hier gut zu den schwarzen Bereichen in der Mitte der Heckklappe. Und ebenfalls ab der Ausstellungslinie Active immer mit an Bord die elektrische Heckklappe. Wo ich hier gerade so gemütlich über die Autobahn fahre, mal ein paar Worte zum Thema Qualität, Materialien, Verarbeitung. Wenn ich mich hier so umschaue, dann finde ich erstmal grundsätzlich schöne Materialien. Ich habe hier Softtouch in den Türen oben, ich habe Softtouch hier oben auf dem Armaturenbrett, hier das gleiche. Ich finde hier abgesetzte Leder- oder Kunstlederbereiche, darüber ebenso wie hier an der Tür eine Optik, die so ein bisschen nach Kohlefaser ausschaut, ein bisschen den sportlichen Touch unterstreicht und natürlich auch viele Hochglanzmaterialien, hier, zum Beispiel hier um das Infotainment herum. Aber ich finde natürlich weiter unten auch ein bisschen Plastik. Wirkt aber im Grunde genommen alles sehr ordentlich und solide. Auf der anderen Seite habe ich aber für mich, finde ich, ein paar zu viele Farben im Auto. Ich finde, das wirkt ein bisschen unruhig, ist sicherlich Geschmackssache. Und einige dieser Elemente wirken wie aufgesetzt. Zum Beispiel hier vorne so ein Warnsystem oben auf dem Armaturenbrett, das einfach draufgesetzt ist. Ich habe sehr viele verschachtelte Dinge im Fahrzeug. Meiner Meinung nach ein bisschen unruhig. Aber wie gesagt, auch das ist Geschmackssache. Wenn wir dann auf das Thema Lenkrad zum Beispiel schauen, dieses Lederlenkrad fasst sich vernünftig an, aber es fühlt sich, wie ich finde, so ein bisschen nach Kunststoff an. Und ganz im Ernst, es gibt hier definitiv zu viele Knöpfe und Bedienelemente am Lenkrad. Also ich finde sofort hier unten die Lenkradheizung, was ich sehr schön finde. Aber die Lampe, die das anzeigt, die ist so dunkel, dass man kaum erkennen kann, ob sie an oder aus ist. Und ansonsten habe ich hier sehr viele Knöpfe, wie zum Beispiel rechts fürs Thema Abstand und Tempomat, hier links für die Infotainment-Einheiten. Aber ich finde mich nicht sofort zurecht. Das sind mir persönlich einfach ein paar Knöpfe zu viel. Der Subaru Forester bietet neben einer, wie ich finde, zu flachen Kofferraumkante 509 Liter mit aufgestellter Rückbank maximales Ladevolumen. Wenn man die umklappt, übrigens im Verhältnis 60:40, dann hat man hier bis zu 1779 Liter maximal. Und ganz wichtig außerdem, wir sprechen da über einen Mild-Hybrid, eigentlich über einen Hybridantrieb, und der braucht die Batterie. Und die ist hier verbaut, nämlich da unten im Kofferraumboden. Bei aufgestellten Rücksitzen bieten die Wettbewerber mehr Platz als der Subaru mit seinen 509 Litern. So passen in den Toyota RAV4 580 und in den Honda CR-V 561 Liter hinter die zweite Sitzreihe. Geht es jedoch um das maximale Ladevolumen, bietet der Subaru mit seinen 1779 Litern 23 Liter mehr als der Honda und knapp 90 mehr als der Toyota. So ein SUV, das soll ja auch praktisch sein, und deswegen sprechen wir mal kurz über das Thema Ablagen hier im Auto. Wir finden in den Türen vorne relativ große Halterungen für Flaschen und dahinter ein vernünftiges Fach, wo man noch Sachen ablegen kann. Außerdem haben wir in der Mittelkonsole vorne noch ein Fach unterhalb von der Bedienung der Klimaanlage. Dahinter, also hinter der Schaltkulisse, finden wir dann zwei vernünftige Becherhalter, noch ein kleines Hochkantfach. Ich glaube, sowas für ein Handy oder ein Portemonnaie ganz gut. Und dahinter dann noch die Armauflage mit dem kleinen Staufach unter der Mittelarmlehne. Wenn wir uns hier oben umschauen, dann finden wir hier ein zusätzliches Ablagefach
für eine Brille oder Sonnenbrille und natürlich das normale Handschuhfach bei Subaru. Auf der Rückbank haben wir wiederum in den Türen, Ablagefächern und ganz wichtig in der Mittelarmlehne, wenn wir sie runterklappen, nochmal zwei Becherhalter. Die Preise des Forester beginnen bei 34.990 Euro. Auf den ersten Blick kein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass es zum Beispiel ein Honda CR-V bereits ab 29.590 Euro und ein Toyota RAV4 ab rund 30.500 Euro gibt. Doch die Wettbewerber starten mit herkömmlichen Antrieben und ohne Allrad. Bei genauerem Hinschauen stellt man zum Beispiel fest, dass der RAV4 als Hybrid mit Allrad erst ab 39.190 Euro zu haben ist. Und ein CR-V-Hybrid mit 4 angetriebenen Rädern immer über 38.000 Euro kostet. Ich fahre jetzt gerade mit dem Forester hier durch den Waldweg und wir haben hier nicht nur so Bergan- und Bergabfahrgeschichten, sondern wir haben hier auch richtige Löcher im Boden. Das heißt, zum Teil haben wir sogar ein Rad in der Luft. Und trotzdem wühlt er sich hier ganz locker durch. Der Forester kommt immer mit permanentem Allrad an Bord. Und es gibt hier die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Modi im Bereich des sogenannten X-Drive zu wählen. Das heißt, ich habe hier einen Drehregler und Drehregler nach rechts. Dann habe ich den Modus für tiefen Schnee und Matsch oder ich drehe nach links. Dann habe ich den Modus für Dreck und normalen Schnee. Und diese Modi, die passen quasi das Auto so an, dass es auf diesen Untergründen perfekt funktioniert. Und der Wagen simuliert quasi ein Mittendifferential und ganz wichtig ist, er hat eine variable Drehmomentverteilung, das sogenannte Torque Vectoring. Und damit komme ich hier im Grunde genommen überall durch. Natürlich sind hier auch die 22 cm Bodenfreiheit des Foresters wirklich hilfreich. Und damit ich hier drin weiß, was außen passiert, kann ich hier oben in dem Zusatzdisplay auch noch sehen, wie sieht es eigentlich gerade aus mit der Lage meines Fahrzeugs. Also neigt es sich, fährt es schräg oder nicht. Und somit weiß ich immer genau, wo ich mich gerade befinde. Außerdem immer mit an Bord ist ein Berganfahr- und Bergabfahrassistent beim Forester. Und das Schöne ist, die Dinger funktionieren auch, wenn ich rückwärts fahre. Eine der wohl wichtigsten Neuerungen am neuen Forester ist, dass er zwar immer noch von einem Boxermotor angetrieben wird, aber der hier heißt jetzt E-Boxer. Und der Grund dafür ist der, Subaru nennt das Mild Hybrid. Und das, obwohl dieser 2 Liter Vierzylinder Boxer, der 110 kW bzw. 150 PS liefert, mit einem E-Motor zusammenarbeitet, der im Gehäuse des Getriebes verbaut ist. Und der liefert nochmal 12,3 Kilowatt dazu. Ich sage ganz bewusst, das ist eigentlich kein Mild-Hybrid, sondern ein richtiger Hybrid, denn der wird gespeist von einer 13,5 Kilowattstunden großen Batterie. Und damit kann das Auto bis zu 1,6 Kilometer rein elektrisch fahren, bis zu 40 Kilometer pro Stunde schnell. Ich finde, ein Mild-Hybrid ist ein anderer, denn der hat normalerweise ein 48 Volt Bordnetz und ist nur so ein bisschen fürs Rekuperieren da. Der hier kann deutlich mehr. Das soll bis zu 10% Emissionen einsparen. Und wie viel das wirklich ist, da schauen wir uns während unserer Fahrt nochmal an. Mit dem 110 kW bzw. 150 PS Benziner an Bord in Verbindung mit dem 12,3 kW starken Elektromotor und der stufenlosen Automatik hier, sollte der Forester eigentlich ein bisschen flotter sein als sein Vorgänger, ein bisschen dynamischer. Und es passiert ja folgendes, wenn ich zum Beispiel jetzt bei 90 voll drauf trete aufs Gas, erstmal gar nichts, dann sehr viel Drehzahl, es kommt eine Beschleunigung, die auch ein bisschen besser ist als früher. Aber es gibt eben durch dieses stufenlose Getriebe immer noch keine direkte Verbindung zwischen Beschleunigung und der Drehzahl und vor allem dem Geräusch, das ich wahrnehme. Um das Auto so ein bisschen agiler zu machen, habe ich die Möglichkeit bei dem Getriebe, ich glaube 7 Gangstufen, hier über die Schaltpedal vorzuwählen. Das heißt, ich kann einfach links ziehen und er schaltet quasi runter. Das macht er dann extrem schnell, dass er eben diese Übersetzung vorwählt. Aber wenn ich dann aber drauf trete, gleiches Spiel, viel Drehzahl, relativ wenig am eigentlichen Anzug zu merken. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Leider ein ähnliches Gefühl wie bei den anderen Subaru-Modellen. Das war sie, meine Probefahrt im neuen Subaru Forester, dem sogenannten E-Boxer. Was mir am Auto wirklich gut gefällt, das ist zum einen das Platzangebot. Denn als großer Mensch sitze ich vorne sehr ordentlich. Hinter mir ist immer noch genug Platz und auch der Kofferraum ist mehr als ausreichend. Ebenfalls gut finde ich die bereits in der Basis vorhandenen Assistenzsysteme und auch die, die man optional dazu kaufen kann, die wirklich Sinn machen. Außerdem bei Subaru allgemein gefällt mir die Aufpreispolitik, denn hier beim Forester gibt es 4 Basismodelle und eine sehr kurze Liste mit aufpreispflichtigen Extras. Was mir beim Auto nicht so gut gefällt, das ist leider der Antrieb. Denn obwohl wir jetzt hier über das erste Modell mit einer Teilelektrifizierung sprechen, ist es immer noch so, dass der Wagen eben nicht spritziger geworden ist oder sparsamer. Denn dank dieses CVT-Getriebes, also des stufenlosen Getriebes, fehlt ihm immer noch der Biss und wir haben immer noch mehr verbraucht als angegeben. Subaru sagt, ich glaube 8,1 Liter nach WLTP auf 100 Kilometer. Während unserer Testfahrt waren es dann trotzdem 9. Und da ganz ehrlich, ein bisschen weniger Verbrauch oder ein bisschen mehr Fahrspaß wäre das, was ich hier suchen würde. Was man jedoch findet, wenn man mit dem Offroad fährt, ist das, was man vom Forester erwartet, denn der wühlt sich tatsächlich überall durch.